Shin Sonic Action. Und zwar nicht Shin Tonic, sondern Shin Sonic Action. Wir schauen nämlich heute auf dem Kanal von Dr. Light, der Dr. Knight, der Dr. Meister, Dr. Meister Proper, keine Ahnung, Meister Yum Yum, wie auch immer. Wir schauen heute nämlich das Video an. Shin Sonic bekommt Schleimeimer-Prank wie bei Kevin allein zu Hause. Da bin ich natürlich extrem gespannt, wie er geprankt wird. Ich freue mich auf das Video. Lasst natürlich auch gerne Liebe da bei ihm, Leute. Like gibt es natürlich auch. Und ich würde sagen, let's go. Wir haben unser komplettes Haus mit Fallen ausgestattet. Und jetzt schreiben wir... Alter, war das gerade eine bewegende Schlange? Was war das denn gerade? Junge, ich sag's mal so, was den Aufwandsfaktor... angeht, da macht Dr. Light wirklich, der spart dann nicht an den Videos. Shin Sonic und Shin Shadow, damit sie in unsere Fallen tappen, wie bei Kevin allein zu Hause. Schreiben wir ihn direkt mal, let's go! Ich bin gehypt. Ich bin hyped. So, Freunde, wir sind jetzt in der Kommandozentrale. Denn hier können wir alle Überwachungskameras im Haus sehen. Die sind einfach überall und natürlich auch in den Räumen mit den Pranks. Aber jetzt müssen wir erstmal dafür sorgen, dass unser erstes Monster, und das wird Shin Sonic sein. Junge, das ist ein geiles Thumbnail, Junge. Das sieht ja über 360 Grad. Das müssen wohl diese Digitalkameras sein. Aber das sieht so cool aus. Jetzt zu uns nach Hause kommen. Zum Glück habe ich seine Nummer. Schreiben wir ihn. Ja, natürlich. Man hat ja auch eben ganz entspannt die Nummer von Shin Sonic. Ist auch klar. Direkt mal auf WhatsApp. Hallo Shin Sonic. So. Es ist gesendet und er hat es auch direkt gelesen. Und er schreibt, was willst du? Hey, das ist aber nicht nett. Scheint so, als ob er gar nicht mit uns reden will. Das Ding ist, er wird mit uns reden wollen, wenn er erfährt, okay, dass wir seine Freundin Shin Amy hier gefangen halten. No way. Das ist aber wirklich ein krasses Beweisfoto, dass Shin Amy gefangen gehalten wurde. Alter. Also das tun wir natürlich nicht wirklich. Aber wir schreiben es ihm einfach so und raus mit der Nachricht. Und wow, er hat auch schon zurückgeschrieben. Das glaube ich dir nicht. Schick mir ein Beweisfoto. Oh nein, wie sollen wir das denn machen? Shin Amy ist ja gar nicht hier, aber ich habe deine Idee. Nein, das macht er nicht. Das macht er jetzt nicht. Der macht das jetzt nicht, oder? Wir nehmen hier einfach ein normales Foto von Shin Amy. Nein, er macht das wirklich. Er macht das wirklich in Photoshop. Packen Gitterstäbe davor. So, davon machen wir jetzt ein Bild. Hey, Bro. Nur mal kurz hypothetisch gefragt, falls du das Video hier siehst, kannst du mir auf WhatsApp diese PNG schicken von den Gitterstäben. Ich brauche die gern für meine Thumbnails. Ich meine das ernst, schick sie mir bitte auf WhatsApp. Am besten schick mir direkt diese Datei. Geil, einfach nur geil. Perfekt, und das schicken wir ihm so. Oh nein, das wirst du bereuen, Doktor. Ich komme jetzt sofort zu dir nach Hause und rette sie. Oh nein, aber oh ja, Freunde. Weil dann ja, oh, oh, oh nein, oh, oh ja, oh, oh nein, oh ja, nein, oh ja. Gleich da und läuft in unser Prank-Parcours. Aber das ist noch nicht alles. Wir rufen jetzt nämlich auch noch Shin Shadow an. Es sind nämlich insgesamt zwei Prank-Parcours, die wir vorbereitet haben. Fangen wir mal mit dem von Shin Sonic an. Er startet nämlich hier unten bei diesem Zombie. Was ist das? Der ein Schild mit Shin Amy nach da drüben in der Hand hält. Und wenn Shin Sonic den Geil, sieht das denn aus? Natürlich folgen und nach da drüben gehen. Und hier war das wird ein echt gutes Video. Also, ich glaube, ich unterschätze den Jungen. Ich unterschätze den. Wartet auch schon der nächste Prank auf ihn. Genauer gesagt, hier unterm Teppich. Wir haben nämlich eine Rakete gekauft, die auslöst, wenn man auf dieses Pedal hier... Ei. ...ist ganz nach da hinten geflogen. Und diese Rakete platzieren wir jetzt so, dass wenn Shin Sonic hier drauf tritt, die Rakete direkt in sein Gesicht fliegt. Das wird... Aber meint ihr, das wird klappen? Ich meine, der wird ja wahrscheinlich, wenn er drauf tritt... Also, das würde dann... Der würde ja da stehen, der muss ja wirklich genau dann da drauf gucken. So witzig, Freunde. Dann wird er natürlich super wütend sein und hier runtergehen, um Amy zu retten. Hier wird er aber direkt in den nächsten Prank laufen, beziehungsweise in seine nächste Challenge. Und die ist, durch die kleinste Tür der Welt zu gehen. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, wie soll er hier durchpassen? Shin Sonic ist ja riesig. Und die Lösung dafür ist der Mini-Zaubertrank. Wenn Shin Sonic Amy retten will, muss er hier durch. Wird also diesen Mini-Trank trinken. Dann ganz klein werden. So klein wie diese Mini-Sonic-Figur hier. Und dann kann er durch die Tür laufen. La 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 la. Was er aber nicht weiß, ist, dass wir oben im Kontrollzentrum einen unserer Prank-Knöpfe drücken. Genauer gesagt den Schlangenknopf. Und dann unter diesem Schrank hier diese elektrische Schlange hier. Junge, der Typ ist ja wirklich einfach... Der ist Sherlock Holmes. Der ist Detektiv Conan. Detektiv Conan meine ich natürlich. Der ist ja wirklich der Schlaumeier 2000. Rausfährt. Und die fährt dann direkt auf ihn zu. Und er wird schreien. Geil. Dann kommt er hier auf der anderen Seite. Der
Tür wieder raus. Und hier wartet zum Glück auch schon seine Rettung, ein XXL-Trank auf ihn. In dem wird er wieder normal groß. Aber in den schütten wir jetzt auch noch extrem scharfe Chili-Soße rein. Dadurch wird der Trank übel scharf, so hier ein bisschen was rein. Und er wird bereuen, diesen Trank jemals getrunken zu haben. Yum, 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 yum! Wenn Shin Sonic durch den XXL-Trank dann wieder normal groß geworden ist, wird er weitergehen, um Shin Amy zu retten. Und hier in diese unsichtbare Lichtschranke laufen. Die aktiviert diese Nebelmaschine. Junge, was ist das? Der hat Gadgets, Leute. Da muss man ja schon Area 51 mäßig sagen. Furzflüssigkeit. Oh. Die ist gerade noch mit normalem Wasser gefüllt. Aber in die werden wir jetzt stinkende Furzflüssigkeit füllen. So, hier einmal rein damit. Das sollte reichen. Was ist Furzflüssigkeit? Ich will es lieber nicht wissen. Es ist immerhin nicht braun, sondern grün. Sie wieder zu. Und wenn Sonic dann hier durch die Lichtschranke läuft, füllt diese Nebelmaschine Stinkflüssigkeit hier im Raum aus. Und diese Tür hier schließt sich. Es wird natürlich so brutal hier drin stinken. Und Shin Sonic wird versuchen, hier wieder rauszukommen. Aber die Tür wird auch automatisch verriegelt. Oh. Aber Freunde, so böse sind wir ja nicht. Wir haben Shin Sonic hier an die Wand. Frische Atemluft. Alter, erste Hilfekasten. Frische Luft. Was im Luft gehängt. Die ist hier in diesen Ballons. Und dann muss er nicht diese Stinkluft hier die ganze Zeit ertragen. Aber Freunde, es wäre natürlich kein Prank, wenn in diesen Luftballons wirklich normale Luft wäre. In diesen Luftballons befindet sich nämlich Helium. Füllen wir mal noch einen Luftballon. Also ist es doch keine frische Luft, weil Helium ist ja. Also ist ja nicht so. Also gesund ist es sowieso nicht, ne? Weil ihr könnt ja nichts draus ziehen. Damit auf. Und wenn man das Helium hier dann einatmet, dann wird die eigene Stimme übel hoch. Ich bin Shin Sonic. Naja, hängen wir diesen Luftballon mit dem Helium hier auch noch an die Wand, damit Shin Sonic dann genug Frischluft. By the way, eine Sache fällt mir gerade auf. Wisst ihr noch, wo diese Plastikteile waren an den Luftballons, die du dir nehmen kannst, wenn du dir als Kind bei McDonald's irgendwie einen Luftballon holst? Die haben das jetzt wirklich durch so eine Happy Meal Tütenverpackung ersetzt. Boah, das ist schon traurig, ne? Ich habe diese Stäbe geliebt, damit rumzufuchteln, wisst ihr? Dann hatte ich einen Stab und da war ein Ballon dran. Jetzt hat man nicht mal einen Stab aus Holz? Komm schon. Wenigstens Papierstrohhalm, so wie die Teile sind. Helium zum Atmen hat. Wenn Shin Sonic deine super hohe Stimme hat, muss er das hier entdecken und dann nachschauen, was unter dem Tuch ist. Hier drunter ist seine geliebte Shin Amy. In einem Käfig. Freunde, das ist natürlich nicht die echte Shin Amy, das ist ein Roboter, den wir gebaut haben. Ich hätte es fast geglaubt, dass es die echte wäre. Und den können wir über dieses Walkie-Talkie fernsteuern. Okay. Alles, was ich hier rein sage, hallo, ich bin Shin Amy. Sag doch unser Shin Amy Roboter. Hallo, ich bin Shin Amy. Oh, das ist witzig. Shin Sonic wird natürlich denken, dass es die echte Shin Amy ist. Die ein bisschen zu viel von dem Mini-Zaubertrank getrunken hat. Wir sagen ihm dann auf jeden Fall durch Shin Amy, dass er, um sie zu befreien, einen Schlüssel holen muss. Der hier hinten in diesem Paket drin ist. Hier steht sie auch, Schlüssel nach da drin. Shin Sonic wird da natürlich hier reinschauen. Um ihn zu suchen. Doch er weiß nicht, dass auf der anderen Seite dieses Pie-Face hier auf ihn wartet. Das füllen wir jetzt noch mit ein bisschen Schaum so hier oben einmal drauf. Und das schnappt nach oben, wenn ihr Sonic in die Kommentare schreibt. Das heißt, ihr könnt... Okay, Leute, also ihr wisst, was zu tun ist. Schreibt in diesem Video Sonic in die Kommentare. Das in den Kommentaren auslösen. Wenn Shin Sonic hier durchschaut. Doch noch nicht jetzt, Freunde. Schreibt erst Sonic in die Kommentare. Wenn Shin Sonic auch wirklich hier durchschaut. Jetzt habe ich den ganzen Schaum im Gesicht. Das war der Prank-Parcours für Shin Sonic. Ich finde, das ist ein sehr gelungener Parcours. Der hat einige interessante Twists and Turns. Das ist interessant. Aber wir haben auch noch einen Prank-Parcours für Shin Shadow vorbereitet. Jo, was? Es gibt noch einen? Noch einen? Also reicht nicht einer in dem Video, du musst da zwei packen. Der ist doch geisteskrank, der Typ, oder? Alter. Dem haben wir geschrieben, dass wir ganz viele Süßigkeiten für ihn haben. No, weil Shin Shadow liebt Süßigkeiten. Und deswegen wird er hierher kommen und diesem Schild hier folgen. Bevor er aber dazu kommt, die Tür zu öffnen, wird dieser Eimer da oben auf ihn ausgeleert. In diesem Eimer ist... Ey, eine Frage habe ich. Besitzt er das ganze Haus und hat alle Räume für sich zum Experimentieren? Der Typ sollte mal ein Escape Room eröffnen. Dann noch nichts, aber wir füllen da richtig ekligen Schleim rein. Fließt der ganze Schleim über seinen Kopf. Dann wird er super wütend sein, aber wir besänftigen ihn wieder, weil wir haben hier drin ja Süßigkeiten für ihn. Aber es wäre natürlich auch kein Prank, wenn es normale Süßigkeiten sind. Wir werden sie ein bisschen verändern, sodass sie nicht mehr ganz so lecker schmecken. Hier haben wir zum Beispiel leckere Schokobons, die kennt ihr bestimmt, Freunde. Ich liebe Schokobons. Und in diese Schokobon-Verpackung hier legen wir jetzt Oliven rein. Die sind... Oh mein Gott, das ist doch
Das ist doch strafbar, oder? Genauso aus wie Schokobons. Aber sie schmecken natürlich komplett nein. anders. Shin Shadow, die dann probieren, nein. aber sie einfach Oliven essen. Nein! So, diese zwei Oliven-Schokobons sollten reichen. Und wenn er hierher kommt, wird er eine böse Überraschung erleben. Wir haben aber auch... Das ist so gemein. Wie kann man nur Oliven in eine Schokobons tun? Das ist ja das Bösartigste, was ich je gesehen habe. Noch eine andere. Unironisch. Eine Süßigkeit für ihn vorbereitet. Und das sind leckere Muffins. Holen wir die hier einmal aus der Verpackung. Wir brauchen nämlich eigentlich nur einen Muffin. Und da der so viel zu lecker wäre, toppen wir den jetzt noch mit Senf. Schön, das kann man natürlich nicht denken, dass es Senf ist. Sondern er bedenkt, dass es irgendein leckeres Topping. Nein. Nein. Und endlich nach Senf schmecken. So, Gang 2 ist fertig angerichtet. Und wir kommen zum dritten und letzten Gang für Shin Shadow. Wir backen ihm jetzt nämlich einen leckeren Kuchen. Mhm. Und das machen wir aus Schwämmen und Nutella. Wir streichen diese Schwämme jetzt nämlich mit Nutella voll, damit sie aussehen wie ein leckerer Schokokuchen. So. Nein. Okay, sieht schon lecker aus, aber nein. Und wir sind fertig. Würdet ihr noch denken, dass es eklige Schwämme wären? Also ich nicht. Das sieht 1:1 aus. Oh. Machen wir hier einmal die Abdeckung. Er kommt. Das ist der Überwachungskamera. Einer kommt. Unser erstes Monster Shin Sonic ist hier. Schauen wir direkt mal auf die Überwachungskameras und halten uns bereit, einen unserer Prank-Knöpfe zu drücken. Und hier haben wir auch einen 10.000 Likes-Prank-Knopf. Den dürfen wir erst bei 10.000 Likes drücken. Ui, also wisst ihr, Leute, lasst den Like da. Und dann geht ein Mystery-Prank los, den ich euch noch nicht gezeigt habe, aber der ist super witzig. Deswegen gebt jetzt einen fetten Daumen nach oben, macht die 10.000 Likes voll. Und dann drücken wir diesen Prank-Knopf. Oh, Dr. Leila hat meine geliebte Shin-Amy eingesperrt. Den würde ich... Ja. Hey, was ist das denn? Da ist irgend so ein Zombie. Und er hält ein Schild mit Shin-Amy nach da drüben. Oh, das ist gruselig. Aber gut, ich tue alles, um meine geliebte Shin-Amy zu retten. Wow, Freunde, Shin Sonic folgt der Spur von... Ich frage mich nur gerade, Shin Sonic, woher weißt du, dass du gefilmt wirst? Also ich meine, er guckt ja aktiv zur Kamera. Der Kameramann, Leute, der ist der beste Freund von Shin Sonic. Ein Zombie. Und er wird gleich hoffentlich voll in die Rakete reinlaufen. Das wird viel zu lustig. Das Schild hat nach hier hinten gezeigt. Irgendwo muss ja die geliebte Shin Amy also sein, Shin Amy. Was war das denn? Eine Rakete in mein Gesicht geflogen. Und ja, hier unten ist ja auch die Startmaschine verstellt. Das war bestimmt ein Fan von Dr. Light. Oh mein Gott, das war bestimmt der Dr. Light. Ja, der Doktor. Deswegen hat er nicht umsonst einen Doktortitel. Ah, Shin Sonic hat die Rakete voll ins Gesicht bekommen. Genau so muss es sein. Und jetzt regt er sich übel auf. Oh, den werde ich zeigen. Aber jetzt erstmal Shin Amy retten. Shin Amy, bist du irgendwo? Shin Amy, oh, was ist das? Schau mal, hier unten ist eine Tür. Und die ist so mini, dass nur eine Maus durchpassen würde. Oh, wo die beschissenen Schreie kommen von hinter der Wand. Also müssen wir da irgendwie durch die Tür durch. Lass uns mal versuchen, da durchzuquetschen. Nein, das funktioniert nicht. Aber wir nehmen dieser Mini. Hier steht ein Trank, ein Mini-Zauber. Okay. Und Shin Sonic hat den Mini-Trank entdeckt. Das bedeutet, jetzt wird er sich hoffentlich gleich schrumpfen und dann durch die Tür gehen. Und ihr wisst, was dann kommt. Dann aktivieren wir unsere Schlange. Ich bin mal gespannt, was richtig geil kommen würde in diesem Video. Wäre einfach, wenn man jetzt eine Kamera hätte, wo man genau das aus dieser Perspektive sehen würde. Dann bis zur Tür hin verfolgt. Oh, mit diesem Trank hätten wir uns doch Mini machen. Und dann hier unten durch die Tür gehen. Macht Sinn. Dann trinken wir ihn direkt mal. Let's go. So, ich habe alles getrunken. Und jetzt soll ich mich gleich verwandeln, Freunde. Ja, ich merke auch schon was. Oh, ich werde immer kleiner und kleiner. Und ja, es hat funktioniert. Hinter mir ist jetzt die Türe. Und jetzt passen wir, glaube ich, sogar durch sie nur. Lass uns mal durchgehen. Let's geil. Oh, Freunde, unsere Zeit ist gekommen. Wir drücken den Schlangenknopf in 3, 2, 1 und los mit der Schlange. Oh oh. Da kommt eine Schlange auf mich zugekrabbelt. Schnell durch die Tür. Oh, unsere Schlange hat die bis durch die Tür verfolgt. Und jetzt kommt er am anderen Ende wieder raus. Das sieht so nice aus. Und wo bin ich denn hier gelandet? Boah, links und rechts von mir. Steht hier drüben meine Chili-Soße und hier drüben mein XXL-Trank. Boah, ja. Wow, Shin Sonic ist kurz davor, den XXL-Trank zu trinken. Und da ist ja die schärfste Chili-Soße der Welt drin. So, runter mit dem XXL-Trank. Aber täuscht mich hier meine Sinne oder ist der XXL-Trank plötzlich klein geworden? Boah, und boah, ich hab alles getrunken. Warum ist dieser Trank so scharf? Ich werde wieder groß. Ich bin wieder groß, aber dieser Trank brennt immer noch. Warum war der denn so scharf? Ach, stimmt, hier stand doch auch nur eine super scharfe Chili. Ja, genau, deswegen natürlich. Na ja, egal, gehen wir weiter. Shin Amy, Shin Amy.
Wow, Freunde, Shin Sonic ist jetzt durch unsere Lichtschranke gelaufen. Und das bedeutet, jetzt müsste gleich die Nebelmaschine mit dem Stinktrank aktiviert werden. Schauen wir mal weiter. Bist du irgendwo? Was ist das denn hier? Ist so eine Nebelmaschine angegangen? Boah, das stinkt super krass. Ey, mir tut Shin Sonic ein bisschen leid, muss ich sagen. Und zwar Dr. Light. Oh, ja, okay, der Witz war gut. Er tut mir leid wie Dr. Light. Der war gut. Ich muss mich dafür applaudieren, Leute. Das tut mir leid. Der muss einfach 10.000 Likes bekommen. Dieser Witz war der beste Witz des Jahres. Genauso wie mein Rückenkratzer, Leute. Was hat die hier versprüht? Wir müssen schnell wieder raus. Aber nein, wir kommen nicht mehr zurück. Boah, die kratzen so sehr wie die Krallen von Shin Sonic. So ist es. Schnell, wir brauchen frische Luft. Zum Glück hängen hier doch von uns mit frischer Atemluft. Ja, du darfst nicht so viel reden. Du musst atmen. Du kannst ja nicht atmen. Wir müssen davon schnell mal ein. Zurück damit und einatmen. Oh. Endlich wieder frische Luft. Was ist mit meiner Stimme los? Diesen Ballon ist bestimmt keine frische Atemluft. Aber Helium. Aber es riecht immer noch besser. Meine Stimme dann übel hoch. Ist wie peinlich. Shin Sonic hat einfach eine richtig hohe Stimme von dem Helium aus dem Luftballon. Das ist ja viel zu witzig. Und ich glaube, er hört auch gar nicht auf, dieses Helium einzuatmen. Hier hängt irgendwas am Fenster. Und da ist ein Tuch drüber. Lass uns das mal wegmachen. So, ja, du bist es. Meine geliebte Shin Amy. Ja, die ist aber ziemlich klein. FBI, open up the prison cell, weil die ist ja in einer Zelle gesperrt. Warum bist du so klein? Wow, Freunde, Shin Sonic hat den Shin Amy Roboter im Käfig entdeckt. Und er hat gerade gefragt, warum wir so klein sind. Er denkt ja, der Roboter ist die echte Shin Amy, nur in klein. Okay, antworten wir ihm mal. Dr. Light hat mir den Minischrank gegeben und hab mich dann hier eingesperrt. Oh nein, dem werde ich zeigen, das verspreche ich dir. Aber wie kann ich dich hier aus diesem Käfig befreien? Du musst den Schlüssel holen, ja? Oh, ein Schlüssel, der ist da drüben, sagst du? Na, lass uns mal darüber gehen. Ich tue alles, um meine liebe Shin Amy zu befreien. Und das ist ein Zeichen, ja, der Schlüssel ist da drin. Lass uns definitiv. Hallo Schlüssel, bist du da irgendwo? Sonic! Nein, ich sehe nirgendwo Shin Amy. Bist du dir sicher, dass er da drin ist? Oh, Freunde, Shin Sonic schaut gerade durch die Box, hinter der das Pie-Face steht. Und um es zu aktivieren, müsst ihr ja Sonic in die Kommentare schreiben. Jeder schreibt jetzt, let's go in die Kommentare, Sonic! Macht es schnell, bevor Shin Sonic es entdeckt. Ich glaube, das ist hier nicht drin. Oh, das war noch ein Ich werde jetzt nach dir suchen, Dr. Light, dann essen. Wo bist du? Shin Sonic hat die ganze Sahne ins Gesicht bekommen. Und er wird mich suchen, hat er gesagt. Oh nein, aber oh, was ist das? Alarm! Alarm! Oh mein Gott. Süßigkeiten für mich vorbereitet hat. Oh mein Gott. Leute, der es noch nicht getan hat. Oh, oh, oh. Und weil hier auf dem Schild steht, Süßigkeiten nach der Dreh. Das heißt, wir müssen, glaube ich, da reingehen, um die Süßigkeiten zu kriegen. Oh, Freunde, Shadow steht genau unter unserem Schleimeimer. Und deswegen lasst uns den jetzt direkt mal über ihn kippen. Wir müssen nur an dieser Schnur ziehen, so, aber hey. Und wie hängt der Schleimeimer? Schau Nein. mal. Ich krieg ihn nicht über ihn geschüttet. Nein. By the way, eine kleine Sache, Leute, die wisst ihr alle nicht wegen Insider-Infos. Seht ihr dieses Lebkuchenherz? Dieses Lebkuchenherz. Wir haben uns beide darum unterhalten. Ich war auch da. Das war in München ein YouTube-Event. Das war im Januar oder Februar diesen Jahres. Da waren wir beide da. Wir kannten uns aber vorher nicht. Und dann haben wir uns darüber auf der Gamescom unterhalten, dass wir uns ja noch nicht kannten. Aber wir waren beide auf diesem Event. Das heißt, wir hätten uns dort schon kennenlernen können in München. Das ist crazy. Und dieses Lebkuchenherz hat jeder YouTuber bekommen, der da war. Ich habe meins aufgegessen, weil ich mag Lebkuchen. Und deswegen, ja. Er hat es nicht aufgegessen. Er hat es hier dran gehangen. Ist sozusagen wie ein Playbutton. Junge, warte mal. Hast du diese Playbutton-Nachricht auch aus Silber? Ein und Shin Shadow geht nach drin. Gehen wir direkt mal rein. Ich rede jetzt nicht vom Button, sondern von dem Brief. Stow, komm mit. Lecker Süßigkeit. Ich hab so Lust auf Süßigkeit. Oh, hier unten steht auch schon die erste. Freunde, Shin Shadow ist bei unseren Süßigkeiten angekommen. Okay. Und deswegen drücken wir jetzt direkt mal unseren ersten Süßigkeitenknopf, den Schokobon-Knopf. Schokobon. So, jetzt fährt es hoch. Oh, Freunde, was passiert da? Diese Kugel fährt hier irgendwie hoch. Und hier drunter liegen Schokobon. Oh, ich liebe Schokobon. Essen wir die direkt nach. Ich hasse Oliven auch. Er hat einfach jetzt erst
ich hasse mehr. Oliven. Dass da Oliven in diesen Schokobons drin war und er hat die einfach mit Papier gegessen. Okay, Freunde, drücken wir direkt unseren zweiten Knopf. Und das ist der Muffin-Knopf. Ihr wisst schon, die Senf-Muffins. Let's go! Nein. Was passiert da? Die zweite Schale fährt hoch. Und darunter ist ein Muffin. Lecker mit Zucker. Nein, don't do it, man. Ekelhaft, Junge. Ich hasse Senf mit meiner ganzen Seele. Wie kann man Senf essen? Leute, Senf kann ich nicht pur essen. Ich könnte es maximal in einer Marinade und in einer Soße essen, wenn die gemischt ist mit mindestens drei anderen Soßen. Nur dann kann ich Senf essen. Aber in anderen Dingen geht es nicht. Ich kann es nicht essen. Okay? Ich kann es nicht essen. Okay? Gegessen. Das muss super eklig sein, aber okay, aktivieren ja. Wir unsere dritte und letzte Süßigkeit. Den Schokokuchen. Let's go! Ah, schon wieder ein Fett. Oh, schaut mal da geht die nächste Schale hoch. Das muss jetzt bestimmt eine richtige Süßigkeit sein. Das ist Schokokuchen. Was soll denn da reingemacht haben? Salz oder so? Ich glaube nicht. Diesmal ist echter Schokokuchen. Probieren wir direkt mal. Ja. Das sind einfach gelbe Schwämme. Wenn ich dich in die Finger kriege, wo bist du? Shin Shadow hat einfach auf diese Schwämme rumgekriegt. Das wäre jetzt so lustig, wenn der weiter seine Rolle spielt und dann im Hintergrund, dann kommt dann so Shin Shadow und greift ihn dann an. Chaos. Freunde, gebt jetzt mal einen fetten Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und abonniert kostenlos diesen Kanal. Wie, das Video ist vorbei? Warum keine weiteren Videos mehr? Aber ich wollte doch sehen, wie Shin Shadow und so dich erwischen. Die sind ja jetzt im Haus drin. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann! Oh. Okay, Leute, Ladies and Gentlemen, ihr wisst ja, die Halloween-Season beginnt und ja, ich bin extrem gehypt, Freunde, ich bin gehypt. Ich hab Bock und ich muss sagen, sehr nices Video, also wie viel Aufwand dahinter steckt. Ihr müsst euch ja überlegen, die ganzen Zimmer, die ganzen Räume, alles wird umstrukturiert. Es ist wirklich krass, also wirklich krass. Der ganze Keller ist sozusagen umstrukturiert. Also wirklich nices Video, mir hat's gefallen, Dr. Light kriegt ein Like. Light kriegt ein Like. Let's go. Abonniert den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. IDs raus und rein und ciao.